Wir sind auf dem Weg zum dritten Dungeon hier in The Legend of Zelda Link's Awakening. Und da bin ich doch tatsächlich hier an Taryn nochmal vorbeigekommen. Hi, hast du dich mal wieder aus deinem Haus rausgetraut? Hallo Link, schöner Stock, den du da hast. Leist du mir mal kurz? Oh, cool, es geht direkt weiter mit der Tauschquest. Das trifft sich gut. Die Yoshi-Puppe am Anfang zu holen, ist wirklich das Beste, was man machen kann. Einfach, weil man die Charaktere wirklich alle trifft, die man in der Tauschquest irgendwie benötigt. Ich meine, das hat er top gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, Taryn. Top Mann. Wirklich. Wir kriegen dafür aber den Honig im Austausch. Die Honigwabe, um genau zu sein. Plötzlich hast du statt eines Stockes eine Honigwabe. Ja. Ah, sehr schön. Na gut, wir sind mit der Tauschquest vorangekommen. Ich reg mich mal nicht drüber auf. Ich bin gespannt, wo wir jetzt die Honigwabe wieder benötigen. Aber mal gucken. Es wird sich wahrscheinlich eh wieder alles geben, so wie sich bis jetzt wirklich alles gegeben hat. Bin gespannt. Ich kenne niemanden, der eine Honigwabe bräuchte. Glaube ich jedenfalls. Ich würde vielleicht vermuten, ein Bär? Oder sowas in der Art. Ich meine, Bären mögen Honig. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was hier zu erkunden. In Kokolint. So, Dungeon haben wir geöffnet im letzten Part. Wir haben die 5 goldenen Federn abgegeben. Und jetzt machen wir uns auf den Weg dorthin. Das funktioniert, indem wir hier über diese kleinen Inseln springen. Und dann, wären wir auch schon da. Ich gehe noch ganz kurz hier ein bisschen graben. Ich meine, könnte überall eine Muschel sein. Wie zum Beispiel hier. Hier ist hundertprozentig eine. Hier ist halt wirklich hundertprozentig eine. Ja. Mein Gespür täuscht mich nicht. Gut, und dann mal gucken, ob wir den Dungeon heute hinbekommen. Da wird wahrscheinlich auch eines sein bei dem Grasbüschel. Ich vermute, dass das Dungeon-Item irgendetwas mit Schwimmen zu tun hat. Mal sehen. Die Teufelsvilla. Okay. Große Worte für einen so kleinen Dungeon. Ich sehe schon, hier haben wir wieder das typische Rätsel mit der Vase, was wir schon aus dem Schloss kennen, um die Tür zu öffnen. Können wir gerne machen und ich bedanke mich für die Bomben. Dafür muss ich nämlich kein Geld ausgeben. Gut. Rechts oder hoch? Ich würde sagen, wir gehen zuerst rechts lang. Ja, meine Vermutung war richtig, aber vielleicht doch nicht ganz, denn gegen den Wind oder was auch immer das Teil da macht, komme ich leider nicht wirklich an. Vielleicht brauchen wir dafür das Dungeon-Item. Mal gucken. Deswegen gehe ich einfach mal straight weiter. Und wir gucken uns mal an, was es hier sonst noch gibt. Bob-Oms zum Beispiel. Was zum Teufel ist euer Problem? Bob-Oms. Okay. Man kann auch übertreiben. Man kann auch übertreiben. Alles klar. Ein kleiner Schlüssel. Ich meine, ohne die Karte kann ich nicht viel anfangen. Ah, guck mal an. Die Teile. An denen kommen wir dann auch endlich vorbei. Wenn wir jetzt den Dungeon hier abgeschlossen haben. Das trifft sich gut. Wir haben es ja schon mit einer Bombe probiert. Mit einer Bombe hat das nicht wirklich funktioniert. Deswegen, ich bin gespannt, was es für ein Dungeon-Item wird. Dann rechne ich doch mit nichts zu schwimmen. Weil das sieht mir nicht so aus, als könnten wir das mit Schwimmflossen oder so zerstören. Fake-Truhe! Fake-Truhe! Dann trifft mich der Schleim auch noch. Respekt an den Schleim. So, die stehen locker auf. Das war klar. Mittlerweile bin ich das gewohnt. Ich habe ja schon im ersten Dungeon gelernt, dass die hier aufstehen können. Ja, aber hier sollte, glaube ich, eine Truhe spawnen. Okay, wieder ein paar Farbrätsel. Interessant. Gibt es noch einen Weg? Ja, wir könnten da unten noch rüber gehen. Komm, wir checken den Weg da unten noch kurz ab. Ist ja gleich ums Eck. Keine Sorge. Das könnte nämlich... Mann, bin ich scheiße mal wieder. Das war gut.
meine, das könnte der Kompass sein. Ich würde da oben den Kompass vermuten, aber... ich wüsste nicht, wie wir die, dieses Ding hier schieben müssen. Damit wir da hochkommen. So viele Fragen. So wenig Antworten. Wir können noch das hier schieben. Super, jetzt habe ich mir hier den Weg zugeschoben. Habe ich gut gemacht, ich weiß, danke. Was auch immer, wir sind eine Etage tiefer. Oh, der erste Dungeon mit zwei Etagen. Sehr, sehr cool. Und jetzt haben wir die Wahl zwischen vier Türen. Ich nehme mal die hier. Mein, hinter jeder Tür muss ja jetzt logischerweise ein Herzteil, nicht ein Herzteil, ein kleiner Schlüssel sein, damit wir weiterkommen. Denn wenn hier kein kleiner Schlüssel mehr ist, dann sind wir in der Sackgasse. Habe ich die Herzen ernsthaft eingesammelt? Nee, müsste ich eigentlich nicht haben. Der ist viel zu schnell. Kann ich den vielleicht sein Projektil zurückwerfen? Das wird es wahrscheinlich sein. Okay, dann warten wir ganz kurz. Na, nicht wirklich. Okay, ich muss wahrscheinlich aus dem Sprung. Nochmal. Heps. Ich meine, den ersten habe ich auch erwischt. Wieso kriege ich den zweiten jetzt nicht? Gib mir mal eine Bombe. Da! Toll, das tötet ihn nicht mal. Ich bin ja begeistert. Dann noch eine Bombe. Ah, super. Das funktioniert nicht. Ja, hilft nichts. Ich habe ihn nicht anders tot bekommen. Der war viel zu schnell beim Warpen. Und wehe, der Schlüssel fällt runter. Okay. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn er runtergefallen wäre. Das wäre nicht gut ausgegangen. Dann gehen wir mal nach oben. Jeweils vier kleine Rätsel hier unten anscheinend. Ohne Schutzeichel. Yay. Ein weiterer Schlüssel. Jetzt bräuchte ich den Schnabel von der Eule, damit ich weiß, was die Eule hier unten zu sagen hat. Den habe ich aber leider nicht. Ich kann hier die Farbe umstellen. Wir stellen die mal um. Weil ich glaube, es ist gar nicht mal so blöd, wenn wir oben dann rot haben. Das haben wir hier. Ich mag, dass das hier unten so vier kleine einzelne Räume sind, die jetzt, ja, ein Rätsel bilden. Ich verstehe nicht, wie ich... was soll ich gegen den machen? Hä? Was ist meine Aufgabe? Wie töte ich den? Ich meine, ich kann ihn mit Bomben angreifen, schon klar. Aber ich will ihn doch lieber einfach so angreifen. Das ist so umständlich mit den Bomben. Na toll. Kommen wir wenigstens drauf dran an der Explosion, danke. Dann gibt das nicht mal einen Schlüssel hier. Jetzt habe ich hier sinnlos Bomben verschwendet. Aber wo ist dann mein letzter Schlüssel? Vielleicht hier. Jetzt wäre natürlich der Kompass auch recht hilfreich. Okay. Die Platte war trotzdem etwas verdächtig. Wo sind wir denn jetzt? Gegenüber vom Eingang. Mhm. Ich würde gern nochmal runter. Wir haben dann nämlich noch eine vierte Tür. Könnte wichtig sein. Könnte. Nicht schon wieder so einer. Ich weiß doch nicht, was ich gegen die tun soll. Die sind viel zu schnell. Ja,
Der warbt sich einfach viel zu schnell. Ja. Keine Ahnung. Den muss ich wieder mit Bomben angreifen. Das nervt. Oder kann ich hier... Ich meine, ich habe fast keine Bomben mehr. Super. Ja, so viel dazu. Ich habe fast keine Bomben mehr. Da sind Bomben. Okay. Erwischt. Weil ich schnell war. Alter, was zum Teufel? Was für ein scheiß Gegner. Gut. Das heißt, der rechte Weg war der richtige. Vermute ich mal. Den man lang gehen hätte müssen. Alle anderen haben mir ja nur einen Schlüssel gegeben. Um eben weitere Räume auszuchecken. Na dann, was geht bei euch? Freundchens. So, ich brauche auf jeden Fall Bomben. Deswegen fleißig alle Krüge zerstören, wie sich das gehört. Geh runter von mir, Schleim. Hier brauche ich einen Schlüssel. Wir können da nach oben. Ich gehe jetzt erstmal da nach oben. Der Dungeon ist auf jeden Fall größer und komplizierter als alle, die wir bis jetzt hatten. Auf jeden Fall. Ich werde aber auch immer so lächerlich getroffen, ne? Komm, gib mir endlich irgendein Item. Irgendein Item wäre nice. Was? Hier, Karte, Kompass, irgendwas. Gib her, ich brauch. Der Kompass, okay. Damit sehen wir jetzt wenigstens Truhen und hören, wo es Schlüssel gibt. Naja, ich merke schon, wenn das noch weitere Dungeons hat, und ich vermute, dass wir ungefähr 7 oder vielleicht sogar 8 Dungeons haben, dann wird sich spätestens dann ab Dungeon 5 oder so, wird sich ein kompletter Dungeon nicht mehr in einem Part ausgehen. Ich hoffe, dass sich wenigstens der noch in einem kompletten, also in dem Part hier ausgeht. Aber wer weiß. Gucken wir mal hier nach oben. Hi. Das sieht mir nach dem Miniboss aus. Was zum Teufel seid ihr? Ah, ihr seid ein Monstro, oder? Ich glaube, ihr seid ein Monstro. Ah, super. Ja, okay. Das ist ein Monstro, Leute. Für die Leute, die Isaac nicht kennen. Monstro ist bekannt dafür, dass er Bomben frisst. Und dann daran stirbt. An den Bomben, die er frisst. Ich glaube, ich habe es gerade verkackt. Weil ich nicht genug Bomben habe. Ah, unnötig. Isst du die? Aua. Ich meine, das bringt mir eh nichts mehr. Ich habe eh nicht genug Bomben. Einen kriegen wir tot. Eine Fee kriegen wir dadurch. Schade. Schade. Es wäre sich ausgegangen, hätte der eine die Bombe gefressen. Was er leider nicht getan hat. Das heißt, ich brauche mehr Bomben. Vielleicht speichern die Leben, wenn ich nicht zu weit weggehe. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Ah, super. Da brauche ich mehr Schlüssel. Aber nee, ich habe schon gesehen, es sind wieder beide da. Das heißt, ich sollte mir bestenfalls 10 Bomben irgendwo holen. Und dann gegen die kämpfen. Na, das wird auch leichter als gesagt. So, hier muss ich wieder die Fatzkes töten. Och Mann, ihr seid so nervig. Ja, ist okay. Als ob, Mann! Wieso kriege ich euch nicht tot? Was macht man gegen die? Ich meine, ich habe nicht mal Bomben gerade. Die sind so nervig. Wirklich, ihr kriegt
Den Award für den nervigsten Gegner im Spiel. Respekt. Dass ihr das geschafft habt. Wo kriege ich jetzt Bomben her? Hier spawnt auch nichts mehr. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich meine, bringt mir ja eh nichts. Gegen die Gegner komme ich nicht an. Ich wüsste nicht wie. Falls es da eine leichtere Methode gibt, wäre ich dankbar, das zu wissen. Dann haut's raus. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. So, ich habe 10 Bomben. Und ich komme nicht mehr zurück. Der ist ja toll. Mann, lasst mich doch in Ruhe. Ihr seid so nervig, die Gegner in dem Spiel, ne? Ja, was machst du da oben? Toll. Wirklich toll. Echt klasse. Ja, den kannst du dir auch wohin schieben, wo du willst. Ganz im Ernst. Unten brauche ich eine Bombe. Da waren wir. Mhm. Ja. Nein, lass mich los. Das wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen bei den Gegnern da drinnen. Bei den Mini-Boss-Gegnern. Weil die kann ich ja sowieso nicht verletzen. Oder kann ich euch verletzen, wenn ihr den Mund aufmacht? Nee, nicht wirklich. Gut, ja, dann, hoffe ich einfach mal, dass ich Glück habe beim Bombenfressen. Ihr die Bomben fresst, wenn ich sie euch in den Maul werfe. Meine Fresse. Hier. Iss. Danke. So nervig, ihr Viecher. So nervig. Kannst du das nicht essen? Hast du Essen nicht gelernt? Hier. Mund auf. Brav. Genau so geht das. Da kommt der Chuchu zu. Hier. Da. Scheiße. Komm ich nicht mehr ran. Ja. Hier. Okay, einer ist weg. Gibt sogar eine Fee. Nett von ihm. Shit. Okay, er hat sie noch gefressen. Er war so gütig. Ja, das war auch ein interessanter Move, mein Freund. Das war auch ein interessanter Move. Komm, iss! Wieso isst du sie denn nicht? Mach den Mund auf! Ja, toll. Hier. Oh, Appetit! Yeah, wir haben sie tot. Okay. Puh. Eine nervige Stelle schon mal erledigt. Und jetzt sollte es hoffentlich gleich das Dungeon-Item geben. Hier, das hier sieht mir doch sehr nach Dungeon-Item aus, oder? Was meint ihr? Oh yeah! Die Pegasus-Stiefel. Halte L gedrückt, um zu sprinten. Beim Sprinten springst du auch weiter. Mhm, das war eine Vermutung. Die andere war, was zu schwimmen. Jetzt ist die Frage, was hätte ich lieber gehabt? Ich denke, die Pegasus-Stiefel sind schon in Ordnung. Okay. Na gut. Dann lass direkt weiter erkunden. Und wieder ein bisschen Bomben mitnehmen. Der Dungeon hat mich hier viel zu viele Bomben gekostet. So, wo können wir jetzt lang? Gute Frage. Ich würde tatsächlich zum Anfang zurückgehen. Ja. Denn wir haben hier am Anfang des Dungeons noch relativ viel zu erkunden. Und ich hoffe, dass wir das abschließen können. Vielleicht ist ja hier der ein oder andere Schlüssel noch dabei. Ich mag es nicht, dass das auf L liegt. Das gefällt mir nicht. Super. Toll. Das wäre mir lieber, wenn es ein Item wäre.
Aber das ist natürlich auch wieder Ansichtssache. Ich glaube, die haben das halt auf L gepackt, weil du es wahrscheinlich so oft im Spiel benötigst und dann, dass es dir keinen Item-Slot hier wegnimmt, also von X und Y. Deswegen, ich verstehe den Schritt, aber ich hätte es lieber auf X oder Y gehabt. Meine Meinung. Kann jeder natürlich gerne anders sehen. Gut. Na dann, einmal hier nach oben. Da können wir jetzt auch wieder richtig viel auf der Overworld machen. Da haben wir wieder vor dem Dungeon extrem viel gesehen, wo man das einsetzen kann. Deswegen... ja. Können wir dann gleich vorbeigucken. So, hier komme ich auch an die Truhe mittlerweile ran, ohne da seitlich durchzudashen. Das wäre dann der Schnabel aus Stein für die Eule. So, und jetzt müsste ich eigentlich nochmal zu jeder Eulenstatue rennen und nachgucken, was die zu sagen hat. Habe ich darauf Lust? Nicht wirklich. Werde ich es trotzdem tun? Wahrscheinlich. So, weg mit euch. Zum Beispiel hatten wir ja auch hier, da musste ich das Blau runterlassen, genau. So, Freundchen, kann ich dich töten von hier unten? Das wäre praktisch, danke. Na dann, was haben wir hier Schönes? Ah, genau, die Labyrinthkarte haben wir auch noch nicht. Gut, dann hätten wir jetzt alle wichtigen Items bis auf den Boss-Key. Das soll noch eine Truhe sein. Ja. Aber wie? Hä, warum spawnt die jetzt erst? Ich hab die doch davor auch getötet, die Gegner. Oh, 300 Rubine, das glaubt dir niemand. Sehr nice. Geile Scheiße. Richtig viel Asche. Okay, gut, einen Schlüssel haben wir. Ich glaube, einen benötigen wir noch. Dann reise ich mal ganz kurz zurück. Und dann gucken wir uns hier weiter um. Alter, geht runter von mir. Seid so nervig. Ja. Genau, hier waren die Gegner. Kann ich euch jetzt eigentlich so töten? Ja, Mann! Kann ich. Ist das nice. Das ist sehr nice. Das ist die leichtere Mechanik für die Gegner. Dann bin ich ja froh, dass ich trotz all dem ohne dieses Item recht gut an den Gegnern vorbeigekommen bin. Würde ich mal behaupten. Lass mich in Ruhe! Ja, das hätte auch sehr viel schlechter laufen können. Autsch. Nice. Immerhin haben sie sich gegenseitig vernichtet. Wir haben auch gut Bomben. 18 Stück. Das geht sogar weiter als über 10. Cool. Willst du die gepanzerten schwarzen Kreaturen bezwingen? Gib ihnen explosives Futter. Alles klar. Ich meine, das war ein relativ nutzloser Tipp. Muss ich dazu sagen, weil ich krieg den Schnabel, glaube ich, ja sowieso erst, wenn ich, wenn ich die Kreaturen besiegt habe und das Dungeon-Item habe. Oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Ich würde auch gerne nochmal nach unten gehen. In die untere Etage. Da gab es, glaube ich, auch eine Eulenstatue. Das überprüfe ich ganz kurz. Entschuldigt mich. Falls jetzt hier keine war, dann tut es mir leid. Aber lieber doppelt und dreifach prüfen. Ja, da war tatsächlich eine. Fürchte dich nicht, lauf wie der Wind und fliege. Okay, das soll ein Tipp sein, dass man halt jetzt weiter springen kann. Alles klar. Ja, wobei. Die drei kann man mitnehmen, die drei Herzen. Dann bin ich wieder voll geheilt. Dankeschön. Okay, hier war sonst nichts mehr. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Aber dann nehme ich halt den Teleporter. Und warp mich da wieder hin. Sind wir schon durch mit dem Dungeon? Das ist jetzt die Frage, die mich interessiert. Wir haben eigentlich noch nicht den Boss-Key. Der ist wahrscheinlich dann hier oben.
Wir haben auch da irgendwie noch einen Raum mit einer Bombe. Ah, warte mal. Da habe ich eine Idee. Da habe ich tatsächlich eine Idee. Wir haben ja gesehen, dass wir den Raum von der anderen Seite mit einer Bombe öffnen können. Das bedeutet, wenn ich... Lass mich kurz meine Idee überprüfen. Interessant. Genau, hier haben wir ja auch noch eine Eulenstatue. Die können wir auch noch kurz überprüfen. Und da oben ist dann wahrscheinlich der Schlüssel. Berühre mit ausgestrecktem Schwert verdächtige Stellen an der Wand und achte auf das Geräusch. Genau. Das gibt auch schon den Hinweis. Aber man hat es ja auch von oben gesehen, dass man hier die Wand wegsprengen kann. Und das wird wahrscheinlich funktionieren, gehe ich mal davon aus, dass wir so in den Nebenraum kommen. Mal gucken. Ja. Ja. Hört man, da ist die Wand um einiges hohler als weiter oben. Das bedeutet, die können wir wegsprengen. Und so kommen wir in den Raum gegenüber. So, und da werde ich wahrscheinlich nochmal alle Gegner besiegen müssen. Das war auch dumm, dass ich die Fee jetzt davor eingesammelt habe. Hätte ich danach einsammeln sollen. Und damit kommen wir an den letzten Schlüssel ran. Jedenfalls an den letzten kleinen Schlüssel. Okay. Läuft bei uns. Leider etwas schlecht, weil der Dungeon geht sich nicht komplett aus. Außer ich überziehe ein bisschen. Wisst ihr was? Ich überziehe ein bisschen heute. Die letzten Parts waren eh nur ungefähr 25 Minuten. Dann machen wir heute einen 30-Minuten-Part und rocken den Dungeon noch durch. So. Wir müssen da drüben lang. Und zwar hier. Da können wir die restlichen Schlüssel einsetzen. Da hatte jemand sehr viel Spaß mit Schlössern. Aber das war im Original, glaube ich, auch schon so. Die Stelle kommt mir sehr bekannt vor. Und dann haben wir noch eine 2D-Passage. Aha, okay. Anrempeln. Okay, anrempeln. Ich meine, ist das neue Item. Ist klar, dass das wichtig wird. Scheiß auf die Piranha-Pflanze, wenn sie nicht rauskommt. Okay. Ein Raum zum Clearen. Relativ leicht zum Clearen sogar. Weil das Ziel wird wahrscheinlich sein, alle Gegner einfach nur zu töten. Das habe ich damit erreicht. Was anderes gibt es hier höchstwahrscheinlich nicht. Der geht aber doch noch eine Weile, der Dungeon, du. Der geht aber doch noch eine Weile. Ich habe Angst, dass wir zu lang überziehen. Das wäre jetzt auch nicht so mein Interesse. Weil dann guckt dieses Video mal wieder keiner. Und jetzt geht die Jagd nach dem Schlüssel los, der jetzt hier gleich irgendwo rumtreiben wird. Mit dem Rubin gemeinsam. So, aber hier brauchen wir den großen Schlüssel. Ja. Aber wo benutze ich jetzt den kleinen Schlüssel? Das verstehe ich noch nicht ganz. Komm, geh weg, Freundchen. Sehr schön. Stylish! Ich meine, wir müssen irgendwie da hoch. Das muss ein Raum sein, in dem wir noch nicht waren. Ja, Ich würde irgendwie vielleicht die Wand vermuten, dass ich da was wegsprengen kann. Vielleicht machen sie denselben Trick nochmal. Das kann sogar sein, weil hier war ja die Eulenstatue. Ja, und da ist es auch ganz offensichtlich, weil hier ist ein Pfeil am Boden eingezeichnet. Mittlerweile habe ich es auch verstanden. Dankeschön, Spiel. Alles klar, hier können wir auch nochmal aufsprengen für die Leute. Kann man von beiden Seiten also öffnen. Sehr schön. Und hier sollen wir jetzt also rüberspringen. Das hat gut funktioniert. Und damit kommen wir an den großen Schlüssel ran. Damit können wir uns dem Boss stellen. Das war ein langer Dungeon. Das war ein sehr, sehr langer Dungeon. Ja, kompliziert. Ein bisschen. Ich fand das mit den Bomben nicht so toll. Dass ich für die Bosse die Bomben brauchte.
weil ich halt genauso viele Bomben hatte, wie ich eben gebraucht habe, aber dann konnte halt der die Bombe nicht fressen und dann, ja, das lief nicht so gut. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Das lief wirklich nicht so gut. Aber egal, letzten Endes haben wir es ja geschafft und jetzt geht's zum Boss. Wer ist es denn? Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Ein Geist also. Okay. Und er droppt ein paar Schleims von der Decke. Soll ich damit irgendwas anfangen können? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Probieren wir eine Bombe. Wenn der Dungeon wollte, dass ich Bomben dabei habe. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Gegen die Wand rennen. Genau, dann fällt er nämlich runter. Mhm, wir haben das Item bekommen, mit dem wir jetzt Sachen von den Wänden runterholen können. Gigazoll. Unser Boss, also. Ich glaube mal, das Schwierigste an dem Boss war, dass man ihn runterbekommt. Deswegen, ich vermute, jetzt sollten wir ihn relativ einfach hier hinbekommen. Seine Schwachstelle ist auch sein Auge. Dann trennt er sich so ein bisschen. Teilt sich in zwei. Ja, soll ich jetzt einfach die eine Seite weiter penetrieren oder soll ich auf die andere Seite rüber? Warte mal, ich renn mal rein. Läuft. Das ist mein Ziel. Okay, ich könnte natürlich hier eine Bombe hinlegen. Ah, warte. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Der Ultra hat eine Idee, Leute. Und zwar ist er ja in der Mitte doch relativ angreifbar jetzt. Oder? Einfach jetzt hier durch. Nein, nein, nein. Oh, als ob. Komm, schön trennen. Und jetzt, nein. Wieso bin ich so blöd mit dem Anvisieren? Komm schon, komm schon, komm schon. Und durch. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei von denen. Das ist ja toll. Das wollte ich ja schon immer. Müsste den einen eigentlich mega viel Schaden schon gemacht haben. Weil ich ja immer wieder das Auge penetriert habe. Ich glaube, das bleibt bei zwei. Das sieht auf jeden Fall sehr danach aus. Ja. Das war ein einfacher Boss. Im Vergleich zu allen Bossen, die wir sonst hatten, war das wirklich ein äußerst einfacher Boss. Da bin ich auch relativ stolz auf mich, wie gut ich da jetzt mich angestellt habe. Yay. Das wäre dann unser 8. Herz von 20. Und natürlich ein weiteres Musikinstrument, die Nixenglöckchen. Ja, das wird toll, die alle dann gemeinsam spielen zu hören. Gut, ja, dann hatten wir heute einen recht langen Part. 33 Minuten. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Beim nächsten Mal geht's beim Wasserfall weiter. Im Wasserfall gibt es ein Versteck. Wer hätte es gedacht? Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Wir warten noch kurz den Text der Eule ab. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Konkurrent verlassen kannst. Oho, nun geh zur Durstwüste. Ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. Ich sage nur, huhu. Okay. Alles klar. Ja gut, ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Sleepers wake, dreams will fade, although we cling fast. Was it real, what we saw, I believe. Lost in dreams, we sleep.